Herzlich willkommen und hereinspaziert zum wöchentlichen Kaffeeklatsch in der Sommervorbereitung. Auch diesen Sonntag lohnt sich ein Blick zurück auf die vergangene Woche, um einfach mal zu schauen, was sich rund um unseren VfL so getan hat. Und ja, lass uns mal wie gewohnt loslegen. Mit den wichtigsten Geschichten, zwei Testspiele haben wir gehabt gegen die Kickers Emden und gegen den SC Werl gestern. Und was soll ich euch sagen? Nach gestern, ich würde fast schon sagen, Trainer raus, Vorstand raus, alle Spieler weg. Ja, es wird nichts. Abstiegskandidat Nummer 1, peinlich, beschämend, bla bla bla. Also ganz ehrlich. Wenn ich hier und da mal so ein bisschen quer lese, frage ich mich manchmal, lassen wir es sein, ja? Also, ich hänge das alles momentan gar nicht allzu hoch. Wir sind natürlich in der Sommervorbereitung. Wir haben das zweite Testspiel jetzt hinter uns. Gestern 1:3 halt verloren gegen den SC Verl. Davor gegen den Oberligisten Kickers Emden 9:2 gewonnen. Ja, zwei Testspiele sind gerade eben rum. Es liegt in der Natur der Sache, dass es hier und dort noch ein bisschen ruckelt, ein bisschen irgendwo hapert. Allen voran, wenn wir natürlich gerade auch neue Dinge ausprobieren, ja, irgendwo eine Systemumstellung versuchen durchzubringen, da ist es irgendwo klar, dass nicht alles sofort von der Hand gehen kann und wie das auch in der Vorbereitung auch immer so ist, Thema Belastung, ja, und auch irgendwo dann permanente Wechsel etc., das spielt ja auch alles irgendwo eine Rolle, ein Faktor, wenngleich natürlich gestern in der ersten Halbzeit wir schon mit einer Elf auch gespielt haben, wo man sagen könnte, na, allzu viele Leute haben da jetzt auch nicht gefehlt, aber wie gesagt, um das auf den Punkt zu bringen, ich bewerte das alles generell nicht über, sehe das momentan noch relativ entspannt. Ja, wie gesagt, das Trainingslager steht ja auch erst in einer Woche, beziehungsweise ja, doch so knapp einer Woche steht es ja auch erst an. Am Freitag, kommenden Freitag, erwarten wir Fortuna Düsseldorf, ja, als Testspielgegner, glaube ich, kurz vor dem Start ins Trainingslager. Und ab da wird die ganze Geschichte dann auch schon irgendwo ein bisschen ernster, wo es sich dann auch lohnt, mal ganz genauer hinzuschauen einfach, ja, und für hier und heute ist das für mich allerdings nicht zu hoch zu hängen, ja, es gibt natürlich immer gewisse Erkenntnisse, die man hier und dort rausziehen kann, der eine hat besser, der andere schlechter ausgesehen, aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade 10 Tage wieder im Training und wie ich schon eingangs sagte, es ist völlig normal, dass es dann gerade in der Sommervorbereitung hier und da noch mal ein bisschen ruckelt und generell auch besser hier als dann in der Saison, ja, wo es darauf ankommt. Deswegen ist das soweit für mich zu den Testspielen. 9:2 gegen die Kickers Emden, ja, wo wir 20 Minuten nach der Trinkpause etwas schlecht ausgesehen haben. Allerdings bei 35 Grad möchte ich auch jedem mal empfehlen, der jammert, über den Platz zu laufen, das ist auch kein Zuckerschlecken. Und gestern, ja, wie gesagt, das geht sicherlich deutlich besser. Aber mir ist es lieber, wir haben es halt jetzt, als dann gegen Arminia Bielefeld in der ersten DFB-Pokalrunde oder irgendwann im Laufe der Saison. Da muss es nämlich sitzen. Und wie gesagt, damit will ich das belassen, die Testspiele. Von den Testspielen zu unserem neuen Co-Trainer Markus Feldhoff, denn die Meldung ging jetzt auch die Woche rum. Markus Feldhoff übernimmt jetzt künftig so ein bisschen mehr den oder der Fokus des Stürmertrainings. Ja, es wird jetzt bei uns häufiger oder werden bei uns häufiger Abschlusssituationen trainiert mit der Offensivabteilung allen voran und ja. Wenn ich mich gerade so gestern an das Spiel gegen Verl erinnere, wo ich dann sehe, wie Gerrit Holtmann alleine in den 16er reinläuft und aus 10 Metern das Ding nicht links-rechts vorbeischieben kann, bin ich doch sehr, sehr froh, ja, dass wir jetzt hier einen Co-Trainer haben, der sich dessen annimmt und ganz speziell also mit den Stürmern solche Aktionen dann nochmal übt, dass es dann künftig hoffentlich häufiger im Karton rappelt auf der anderen Seite. Ja, also das dazu eine Meldung, die ich nicht unterschlagen will. Ansonsten habe ich noch gelesen, 3.000 Euro an Strafe müssen wir jetzt auch noch entrichten. Geldbuße von Sibbe zu verdonnert worden, weil irgendein Fan gegen Augsburg ist es, glaube ich, gewesen, aufs Feld gelaufen ist. Ja, dafür gibt es 3.000 Euro. Wie gesagt, da habe ich mich so gefragt, Mensch, was haben wir nach dem Spiel gegen Leverkusen eigentlich zu erwarten?
Wenn ein Fan 3.000 kostet, hör mal, nicht, dass wir insolvent gehen, hör mal, nach dem letzten Spieltag. Ne? Spaß beiseite, Joke aside. Auf jeden Fall das nochmal als Meldung. Dann habe ich mir noch notiert, es gibt weniger TV-Geld für alle Bundesligisten. Davon sind wir natürlich auch betroffen. Ne? Und zwar war zuerst zu lesen von 100 Millionen Euro. Jetzt habe ich zuletzt in einem Artikel gelesen, dass es 45 Millionen roundabout sind, die weniger ausgeschüttet werden aus unterschiedlichen Gründen an die 36 Profi-Clubs. Und wie gesagt, davon sind wir auch betroffen. Also irgendwie prozentual dort dran haben wir dann auch einen etwas geringeren Etat als ursprünglich gedacht. Ich weiß nicht, vielleicht um roundabout eine Million oder so. Ich würde jetzt mal darauf einschätzen, ja, dass uns das Geld dann so ein bisschen da fehlt, vielleicht eineinhalb, aber irgendwie so dürfte das jetzt wahrscheinlich sich dort einpendeln. Ansonsten bekommen wir ein bisschen Kohle wiederum, und zwar für die Abstellung von Takuma Asano bei der WM. Gibt jetzt irgendwie 274.000 Euro Abstellungsgebühren für uns quasi. Generell an 27 Profivereine in Deutschland wird ausbezahlt, und wir sind einer davon, liegen im Ranking hier auf Rang 16 wegen Takuma Asano und bekommen immerhin noch 274.000 Euro. Ja, das sind so ein bisschen die Meldungen im Bereich des Allgemeinen in dieser Woche. Allzu viel hat sich jetzt auch nicht getan. Sicherlich, wie gesagt, eingangs die beiden Testspiele mit das Interessanteste. Lass uns mal von den allgemeinen Geschichten kommen zum Kaderplanung und zur Gerüchteküche. Hier hat sich eine Woche später, wenn wir ehrlich sind, auch eigentlich gar nichts getan, weder auf Zu- noch Abgangsseite ist irgendetwas Nennenswertes passiert. Als Gerücht gab es jetzt Jeckel, ja, dort den jungen Jeckel quasi, der jetzt zuletzt an Bielefeld verliehen gewesen ist von Leipzig, dass da möglicherweise Interesse bestehen würde unsererseits. Philipp Rensch hat das bei sich schon so einigermaßen eingeordnet und als weniger relevant eingestuft. Und ich muss sagen, gut, für mich, selbst wenn da jetzt Interesse dran wäre, wäre es jetzt eigentlich auch nur eine, ja, perspektivische Ergänzung irgendwie, ja. Fakt ist eins, auf der linken Seite haben wir gegenwärtig die größte Not, ja. Da haben wir de facto eigentlich mit Danilo Soares nur eine etatmäßige Alternative. Und da brennt es aus meiner Sicht jetzt einfach auch gerade im Hinblick vor dem Trainingslager, dass wir dort jetzt eine Alternative zu Danilo Soares vorstellen, um einfach hier breiter wieder aufgestellt zu sein. Denn momentan, wie gesagt, natürlich, klar, Römmling kommt mal rein, etc. Aber wir wissen ja alle, Moritz Römmling ist keine ernsthafte Alternative im Hinblick auf die Saison. Und deswegen ist aus meiner Sicht hier jetzt langsam schon so ein bisschen, ist geboten, mal dort eine Alternative zu präsentieren. Ansonsten das Übliche halt, klar, die Innenverteidigung nach wie vor noch ein bisschen blank. Da warten wir alle auf Zugänge. Ich denke mal und hoffe, dass in den nächsten 2 Wochen, jetzt im Juli quasi, dann dort noch Bewegung bei uns reinkommt. Was irgendwie potenzielle Neuzugänge, Gerüchte etc. so nachgeht, ist es auch relativ ruhig. Es dringt kaum mal was nach außen durch. Also es ist wirklich so, man kann eigentlich in die Dunkelheit quasi schießen und irgendwelche Namen, Name-Dropping betreiben, aber irgendwelche konkreten Namen werden nicht wirklich gehandelt bei uns. Ansonsten, Manuel Riemann fällt ja nach wie vor mit muskulären Beschwerden aus, ebenso wie Niklas Tiede, der jetzt auch noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Hier sieht es allerdings wohl auch schon wieder besser aus. Beide Torhüter dürften in den kommenden Tagen oder im Laufe der Woche ins Training wieder einsteigen, sodass wir auch hier auf der Torwartposition in den Testspielen wieder deutlich mehr rotieren können und allen voran natürlich mit unserer Nummer 1 das auch machen können. Überhaupt auch interessant, ne? Manuel Riemann mit muskulären Problemen, bis dato noch keine einzige Einheit absolviert, und das nach der Sommerpause. Was hat der gute Manu da im Juni so getrieben? Hä? Auf jeden Fall ungewöhnlich, ja, dass man dann doch sich zum Trainingsauftakt mit muskulären Problemen zurückmeldet. Wie auch immer, er wird aber da sein. So, Moritz Boni-Kvarteng, unser bisheriger Königstransfer, oder zumindest der teuerste, den wir getätigt haben,
fällt nach wie vor weiterhin aus. Zuletzt habe ich da gehört, vor einer Woche ungefähr, es würde wohl noch 3 dauern. Also das heißt jetzt irgendwie bis Ende Juli, bis er dann wohl irgendwo richtig einsteigen könnte. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, weil natürlich das Trainingslager dann in Gais losgeht. Und ja, wie gesagt, das natürlich ein bisschen suboptimal ist. Andererseits, und das habe ich ja auch schon unter der Woche mal geschrieben gehabt, man hätte ihn ja nicht verpflichtet oder auch Geld auf den Tisch gelegt, wenn man da irgendwie das nicht mit einkalkuliert hätte oder wenn man davon nicht ohnehin gewusst hätte, auch einfach, ne? Deswegen sehe ich das jetzt momentan zwar als nicht optimal an, keine Frage, aber im August ist er da und wie gesagt, der DFB-Pokal und die Bundesliga gehen dann ja in der zweiten, dritten Augustwoche los. Bis dahin hat er noch Zeit, sich entsprechend in Form zu bringen und dann, ja, wie gesagt, voll dabei zu sein. Das gegenwärtig, ganz ehrlich, auch so weit zur Kaderplanung. Ich schaue mal rein, was ich noch so für eine Notiz mir hier gemacht habe. Ja, also, Förster, genau, Förster fällt ja auch noch aus. Hat mit den Achillessehnenbeschwerden ja schon zum Ende der vergangenen Saison zu kämpfen gehabt, ja. Und jetzt momentan auch noch mit Beschwerden hier, dürfte aber auch früher oder später wieder auf der Matte stehen. Ansonsten vielleicht noch ein interessanter Artikel unter der Woche. Masovic vor dem Absprung? Fragezeichen, ja. Hat sich jetzt hier in der WAZ und in der Reviersport bzw. bei der Funke Mediengruppe dazu geäußert, ja, und betont, dass er sich bei uns beim VfL wohlfühlt, dass er irgendwie Bochum wie ihn quasi fast schon wie eine Familie ist und momentan sich mit irgendwie es keine Angebote gibt, die auf dem Tisch liegen und sich auch mit einem Wechsel nicht beschäftigt, was ja gut ist, was schön zu hören ist, aber natürlich, da bin ich auch lang genug jetzt dabei. Das Fußballgeschäft ist ein Profigeschäft und vor allen Dingen ein Business, ein Geschäft. Und es ist schön, das zu hören. Allerdings, klar, wenn jetzt hier jemand um die Ecke kommt und ihm ein doppeltes Gehalt bietet, dann ist die VfL-Familie auch schnell passé, was ja nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, für hier und heute ist also jetzt nicht damit zu rechnen oder davon auszugehen, dass er Herrn Masovic uns jetzt irgendwie verlassen würde. Aber wie gesagt, um das abzurunden, sicher kannst du dir natürlich hier nie sein und es kann immer mal wieder entsprechend noch was passieren. Ansonsten, wie gesagt, das ist so ein bisschen das, was es eigentlich für diese Woche gibt zu erzählen. Worauf ich noch so ein bisschen persönlich warte, ist, dass bei Amel Bella Kotschap vielleicht mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Hä? Ich gucke so gefühlt alle paar Tage mal Google nach Amel Bella Kotschap, nach News und schaue mal, tut sich da mal was? Zuletzt waren Gerüchte dort um AS Monaco, ja, dass er nach Monaco irgendwie gehen soll, dass die daran, dass die Monegassen an ihm interessiert wären. Leipzig war ja wohl in der Verlosung, Frankfurt wohl schon vor mehreren Wochen und ich denke, ein Wechsel dürfte auf jeden Fall bei Amel Bella Kotschap anstehen. Davon bin ich irgendwo überzeugt. Und je nachdem, für wie viel er da wechselt, lass es mal 20 Millionen sein. Ich denke schon, dass dort so 10% für uns abfallen dürften. Was uns natürlich im Hinblick auf die Kaderplanung auch nochmal zugutekommen würde, definitiv. Und wie gesagt, Mitte Juli haben wir, es ist noch Zeit. Aber auch das ist so ein Thema, wo ich immer wieder halt mal gucke, ob sich hier was getan hat. Bis jetzt ist hier aber auch noch momentan still, ruht der See. Wie gesagt, AS Monaco ist die letzte Meldung hier. Beobachten wir das mal weiter. Und ja, wie gesagt, das könnte uns auch auf jeden Fall nochmal ja, eine Hilfe definitiv sein. So, das ist ganz ehrlich das, was es in dieser Woche rund um uns so gegeben hat. Relativ unspektakulär. Die kommende Woche, wie schon von mir eingangs gesagt, es geht jetzt mit dem Testspiel gegen Düsseldorf weiter. Also ja, wir gehen wieder eine Liga höher, was die Testspielgegner angeht. Der Anspruch wird höher. Es geht dann ins Trainingslager am Wochenende nach dem Testspiel. Und ja, hoffentlich können wir bis dato, also das wäre schon so ein bisschen mein Wunsch, meine Erwartung, zumindest auf der linken Seite eine weitere Alternative mal präsentieren. Ja, dass wir die kommenden Testspiele dann auch uns mit Danilo abwechseln können. Ja, und zwei adäquate einfach Alternativen auf dieser Seite haben, mit denen wir auch die Saison de facto planen. Ja, denn wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt und auch heute Morgen gab es ja jetzt noch einen frischen Artikel mit Danilo Soares, ja, der auch sich nochmal dazu geäußert hat, zur letzten Saison einfach, ja.
und darüber gesprochen hat, ja, dass er einfach es für ihn persönlich nicht ganz optimal gelaufen ist und dass er auch noch mit mentalen Problemen ein bisschen zu kämpfen hatte zum Ende hin, ja, anfangs mit der Verletzung. Kurz und knapp, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jetzt ein Danilo Soares, der jetzt hier komplett wieder loslegt, für uns nach wie vor eine Bank auf Link sein wird, auch in der kommenden Saison, ja, wenn er das alles komplett abschüttelt und jetzt wieder hier bei Null loslegt. Aber wie gesagt, wir brauchen definitiv hier schon, finde ich, gerade auf der linken Seite dringend jetzt jemanden, ja, um dort auch den Konkurrenzkampf ein bisschen mehr zu entfachen. So, das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Schauen wir mal, was so passiert. Und das soll es von meiner Seite aus gewesen sein für diese Woche. Schreibt eure Meinungen so drunter. Wie seht ihr das? Die Testspiele etc. Ja, ich habe mich dazu ja jetzt nicht gesondert gemeldet. Schreibt da eure Meinung einfach mal zu drunter. Und zu dem einen oder anderen Thema. Und dann können wir ein bisschen diskutieren. Und dann hören wir uns hoffentlich mal unter der Woche wieder, wenn es irgendeine Spielerverpflichtung oder so etc. geben sollte. Ja, das würden wir uns doch alle mal wünschen. Also in diesem Sinne, lasst uns von meiner Seite aus gewesen sein. Schönen Restsonntag euch noch. Tschüss.